undichte, 40 Jahre alte Fenster. Eine Energiebilanz, die modernen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Seit 2019 wird das Neubrandenburger Rathaus energetisch saniert. Die neuen Fenster für den Verwaltungssitz kommen direkt aus der Vier-Tore-Stadt. Mebahn hat den Zuschlag für diesen Großauftrag bekommen. 420 Verbundfenster müssen nun hergestellt und eingebaut werden. Jedes von ihnen bindet 25 Arbeitsstunden. Über Beschäftigungslosigkeit lässt sich derzeit nicht klagen. Wirtschaftliche Einschnitte hat das Unternehmen in der Krise nicht zu verzeichnen. In Anbetracht von, ich sag mal, Friseuren, Gastronomie, Veranstaltungen, Künstlern ist bei uns eigentlich alles sehr gut gelaufen. Und wir haben ja im letzten Jahr nochmal richtig die Privatkundenschiene ausgebaut und die hat uns eigentlich auch nochmal so richtig gerettet. Viele, viele Leute haben sich letztes Jahr entschieden, ein Terrassendach zu bauen, eine Markise, sich mit der Markise zu verbessern, Wintergarten mal auszuprobieren und so weiter. Und da haben wir natürlich letztes Jahr sehr, sehr guten Zuwachs gehabt und von daher können wir uns nicht beschweren. Ende vergangenen Jahres begann die Fertigung erster Rathausfensterelemente. Nach und nach werden diese nun zur Montage auf die Baustelle geschickt. Zwischen doppelten Fensterrahmen verstecken sich Schall- und Sonnenschutzelemente. Montiert wird von oben nach unten, beginnend in der 7. Etage. Wenn auf solchen Großbaustellen verschiedene Gewerke zusammenkommen, kann es eng werden. Problematisch in normalen Jahren, in Corona-Zeiten eine echte Herausforderung. Wir achten sehr darauf, dass die Teams getrennt arbeiten. Wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten, wir haben unterschiedliche Pausenzeiten. Das sind schon eine ganze Menge Dinge, an die man auch immer wieder mal die Kollegen aufs Neue erinnern muss. Das sind schon so Einschränkungen, die hören sich jetzt auch nicht schlimm an und nach einem Jahr ist es auch nicht mehr so dramatisch. Aber gerade als es so losging, kam es den meisten auch ein bisschen albern und unnötig vor. Aber inzwischen hatte ja schon jeder auch mal in gewisser Weise Stress oder Anknüpfungspunkte. Das ist schon okay so. Aber Verlangsamungsprozesse bringt das schon so mit sich. Für die Firma Mebahn ist die Baustelle an zentralem Platze in der Heimatstadt eine echte Herzensangelegenheit. Darüber hinaus hat die Nähe zur Arbeit bei Reise- und Mobilitätsbeschränkungen natürlich zusätzliche Vorteile. Ja, es ist tatsächlich der größte Auftrag, den wir jetzt überhaupt jemals hatten. Das sind über 3 Millionen bei uns. Das sind 15.000 Fertigungsstunden, 25.000 Montagestunden. Das sind ja pro Etage 60 Elemente, bestehend aus 2 Flügeln. Also das ist schon ein riesiges Ding. Mich privat hätte es ja sehr geärgert, ein Jahr lang da nach Hause zu fahren und immer dran vorbeizufahren, ein anderer baut die Fenster da ein. Da haben wir schon sehr drum gekämpft um diesen Auftrag. Das ist schon eine wichtige Sache und natürlich auch für unsere Monteure. Die müssen nicht nach Hamburg fahren, nicht nach Berlin fahren, die können hier zu Hause sein. Für die ist das schon gut. Ende des Jahres soll die Fenstermontage abgeschlossen sein. 2022 können die Rathausmitarbeiter dann wieder selbst entscheiden, wann sie Frischluft durch die Fenster lassen. Bleibt zu hoffen, dass das Lüften dann wieder fürs Raumklima und weniger als Schutz vor Ansteckung von Bedeutung ist.